Also dein Motor ist richtig gut geölt, ne? Hört sich sehr gut an, mein Süßer. Willkommen zu einem neuen Video mit Nikolaus Ara. Heute gibt es einen kleinen Einkauf bei Hüppis. Du hast so ein schönes Mäntelchen an. Ja, Glocken. Ich suche nach einer Klingel. Ja, die Küsse. In einer kleinen Klingel. Oh, der ist schön. Ich guck heute Der ist schön hier. Schäferhund. Oh, ist der schön. Boah. Ich glaube, den hole ich mir. Den muss ich jetzt eintüten. Der ist schön. Meine lieben Zuschauer, stellt euch hier mal den leckeren Geruch vor, der diesen Verkaufsraum erfüllt. Herrlich. Es scheint gut zu riechen, ne? Aber es riecht so... Egal, es stinkt und den Hund schmeckt. Was machen Sie denn hier? Kaufen Sie ein? Kaufen ein. Leckerchen. Oh. Ara, such dir aus. Ist ja auch süß, aber ich glaube nicht, dass wenn Monster da durch, da passt er nicht durch. Dafür ist er ein bisschen doch zu groß, obwohl er klein ist, aber das ist ja voll süß. Mal als Vergleich, guckt euch an, wie groß Ara ist. Guckt euch an, wie groß das Streu ist. Da wisst ihr Bescheid. Dieses Krokodil wird mir eher Angst machen, um ehrlich zu sein. Und grinst so komisch. Da fällt der Affe runter. Wovon nehmen wir einen für die Kleinen mit? Schaut euch bitte dieses Grinsen an, ja? Auch wieder so ein Kandidat. Direkt aus dem Freddy-Franchise. Ist doch gruselig. Ich würde dich ja direkt für meine Fursuit lassen, so ein Stückchen Fleisch. Hast du kein Barf? Schon fertig. Barf. Aus wie Brokkoli, das sieht aus wie, ich habe keinen Vergleich, das die Ara. Das sieht doch alles sehr lecker aus. Die Ara ist ja ein Mali-Pinscher-Mix, also belgischer Schäferhund mit deutschem Pinscher. Und unsere Freundin hier, die hat zu Hause, was hast du, auch ein Mischling und ein Malteser, die Nina. Ja, die sieht ihr wahrscheinlich auch noch mal ein paar Videos. Die ist ganz weiß. Mir fällt das auch runter. Mir ist gerade auch jemand hier runtergefallen. Dieses Krokodil. Das guckt so böse. Fleisch. Lecker. Feinscheibe. Mein Suppenfleisch. Ja, ich als Vegetarier fühle mich ja hier richtig nicht wohl. Oh, der ist am schönsten, der Hund. Das ist genau immer meine Farbe, die ich so toll finde. Warum spiegelt es? Da. Oh, richtig. Schön Tiere. Was ist das denn? Man kriegt hier... Katzenohren mit dabei. Ara, das ist Katzenfutter. Das ist für den Prinz Pedro. Lachsfilet und nicht für dich. Ne? Das Ding da für die Kaninchen. Fände ich total cool. Ja, die ist immer passend immer dabei. Ja, wunderbar. Heute gibt es mal ein Weihnachtsmann-Outfit. Dann wird natürlich alles hier eingetütet. Das riecht auch so geil hier. Ein Baby. Das ist ein junges, ne? Ja, guck mal. Ara, komm raus. Mutter, seit wann haben wir da die Weihnachtsmänner? Seit ich die von der Dolly gekriegt habe. Die sind ja so süß. Siehst du die jetzt erst? Ja, ich habe die erst jetzt gesehen. Ich bin ein so schneller. Hast du den Helmut gesehen? Checker, den Helmut? Das ist der Helmut. Genau, das ist Helmut. Helmut ist unser Weihnachtsmann, der bei uns an der Garage hängt und versucht irgendwie hochzukommen, aber falsch rum. Das ist Helmut. Ja, der ist ja nicht richtig da. Ja, und das ist unser Warnschild vor dem Hund. Und das ist doch unser anderes geschmücktes. Und das ist unsere Haustür, in der ich reingehe. Das Klingelschild ist total vergilbt. Muss ich mal ein neues machen. Einmal Rinderdörfleisch hat. Bell? Oh, Bell? Ah, super! High five! High five! Das ist super! Ja. Drehen! Das ist super! Gib mir jetzt endlich das Leckerchen. Bitte. Danke. Der Wächter des Gartens. Hat der Pedro da gerade was gefangen? Der Wächter des Gartens? Hat er da was gefangen? Pedro! Hi! Komm mal her, Schatz. Ha? Hast du was gefangen? Das sah nämlich gerade so aus. Ist kalt. Du willst jetzt rein. Warum gehen alle Tiere immer so gerne auf die Kamera zu und hauen dann ganz plötzlich ab? Mann! Der Nikolaus freut sich. Und das ist die Nina. Klein, aber oho. Hallo! Genau sie. Ara, und du auch. Ara, komm mal her. Du hier. Du guckst immer total ängstlich, ne? Das kennst du nicht, ne? Du bist so flauschig. Ja. Ja. Schaut mal hier, das habe ich euch mitgebracht, ne?
lecker Brennnessel. Eigentlich bin ich ja auf euch beiden Terrorlöffel ziemlich sauer, vor allem auf Bröckchen, weil sie nämlich Monsters Gehege angeknabbert hat. Sie ist ausgebrochen, also nicht hier drüber, sondern hat sich eine eigene Lücke gemacht, weil die hier immer sehr viel randaliert und hoffentlich nicht Karl wieder belästigt. Ja, und dann ist sie dann einfach mal hoppte zu dem Gehege vom Monster gegangen und hat da angeknabbert. Ja, genau du. Man sieht hier zum Glück nichts, aber ja, ist doch... Die kann ja hier unten knabbern, aber warum ausgerechnet da? Sieht man zwar jetzt nicht, weil das Licht nicht an ist, aber er ist jetzt auch überhaupt nicht wach und am Schlafen. Ich werde gleich von den beiden die Kräuter einsortieren, aber sie kriegen noch ein bisschen Frischfutter. Und zwar Möhrengrün. Oh, das habe ich nämlich hier. Seht euch das an. Oh, oh. Ja, das ist lecker, ne? Ja, das ist... Warum kommt jetzt der Hund? Möchtest du eventuell auch etwas Möhrengrün? Findest du das so lecker, hm? Nein, die Bröckchen, die ist ganz heiß drauf. Ja, nimm wieder alles, klar. Bröckchen macht doch Nom und Kai jetzt auch. Wir haben am Abend... Wir waren ja bei Öppis einkaufen und jetzt sind wir da. Die Ara ist jetzt auch gleich mit mir erstmal im Bett, weil morgen die Comic-Con ist. Also wenn ihr dieses Video seht, dann ist natürlich heute die Comic-Con. Und ich bin auf der Comic-Con, weil das ist ja das geplante erste Video von dem Adventskalender. Jeden Tag ein Video. Ich finde es immer erstaunlich, wie süß sie eigentlich gucken können. Ich habe ja gerade... Ja, genau du. Ich habe es doch gesagt. Weil ich halt sauer bin. Also auf dich. Weil es immer sehr nervig ist. Weil die wirklich schon viel Platz kriegen. 24 Stunden lang und dann trotzdem noch ausbrechen. Natürlich werde ich das Gehege, also im Frühling, Sommer, umbauen, dass es ausbruchsicher ist und vor allem einbruchsicher, weil vor Mardern oder vor anderen Katzen oder auch vor unserer eigenen Katze von Pedro. Ah, dann noch ist er. Moment. Ja? So. Ich wollte eigentlich noch gefilmt haben, wie ich heute auf einen, bei uns heißt das Barbara-Markt, der ist immer vor dem ersten Advent, also das erste Adventwochenende ist er hier bei uns an der kleinen Kirche. Aber das war so dunkel und ich habe den Hund dann nicht mitgenommen, weil das wäre von der Bildqualität her und auch nur mit einem Leuchti nicht so gut gewesen. Und deswegen gab es heute nur den Nikolaus-Hüppi-Einkauf. Und ja, Karl, du auch. Ich will dich auch motivieren. Komm her. Mach Männchen. Mach Männchen. Warum ist er so schwer zu motivieren? Komm. Komm. Nein, die ist immer so fies und so gemein zu ihm. Die rammelt den erstens mal immer weg. Ist ja klar. Territorial, Rangordnung. Aber die macht das ständig. Also die ist richtig eine übermega-dimensionale Oberzicke. Und er ist dann immer so verunsichert. Das tut mir manchmal echt leid. Ja, und jetzt frissen wir schön. Das ist so niedlich. Dann kriege ich einen Zuckerschock, wenn er das so macht. Wir haben jetzt so spät am Abend. Man sieht da hinten, dass das Klo, also sieht das meistens immer aus, dann sind dann immer ein paar Körnchen daneben und so. Das ist dann, dann muss ich dann hier immer saugen. Warum habt ihr denn... Ja, und ich mache die jetzt auch gleich noch sauber, weil morgen bin ich ja ganz früh am Start und mache da alles hier fertig. Also nicht hier, sondern für die Reise, für die Fahrt nach Dortmund. Das dauert ungefähr eine Stunde nach Verkehrslage momentan. Und deswegen werde ich schon hier die dann sauber machen. Aber ja, mache ich die jetzt gleich noch sauber. Das filme ich dann auch noch. Und Ara, das ist Möhrengrün, das kannst du nicht fressen. Du hast heute so viel bei Hüppis gekriegt. Ah, der Tunnel, der hatte auch schon die besten Tage hinter sich. Der ist komplett abgenutzt. Rote Beete ist aber eher der Favorit gewesen, als jetzt hier diese... Ich weiß gar nicht, was das sind. Die werden auch bei Leckerchen benutzt, so Ringelblüten. Da haben wir das Kaninchenklöchen, das werde ich dann jetzt sauber machen. Geil, das sieht doch appetitlich aus. Ich mache die Utensilien, also die Schüsseln, auch öfter mit Reiniger sauber und auch Wasser. Aber wir haben jetzt gerade in der Nacht und das werde ich jetzt nicht machen, damit ich das morgens ja jetzt hier alles vorbereite. Und deswegen zeige ich euch das so, aber im Normalfall sieht das jetzt nicht so aus. Heute gibt es noch ein bisschen Stroh für euch. Ja, wunderschön. Ich denke, das mit dem Umfilmen werde ich dann doch in einem anderen Video machen. Weil wenn ich das jetzt mal mache, dann kommen bestimmt noch mal 10 Minuten extra drauf, weil ich mehrere Sachen umfilmen muss. Jetzt nicht nur hier diese Brennnesseln, die wir da gekauft haben, sondern eben halt auch noch das andere. Und die habe ich sogar früher in unserem Garten hinten, da war so ein Stückchen Wald, Mini-Wald, da waren so viele Brennnesseln. Ich habe mir da als Kind immer wehgetan, bis mein Vater mir gesagt hat, die fressen auch Kaninchen, die kannst du da abmachen. Dann habe ich sie abgerissen, natürlich mit Handschuhen, und habe sie dann mein Kaninchen damals verfüttert. Das war so cool, weil ich gedacht habe, die haben mich so geärgert, diese blöden Pflanzen, und jetzt werden die gefressen. Das war total als Kind für mich... Ja, ihr habt mir wehgetan. Und jetzt werdet ihr zerstört. Geil.
ein schönes Beweisvideo, dass meine Kaninchen auf Toilette gehen. Hä? Guck mal, ich habe gerade was Neues für euch da eingeschüttet. Hier, 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 da, guck mal, da, ja, nein, na, nicht die Tüte, nein, nicht die Tüte. Und guck mal, wer uns doch da besucht zu dieser Stunde. Ein Hamsterchen namens Monster, der so süß ist, dass man kaum glauben kann, dass er so heißt. Aber Leute, mein Finger ist noch da im Bröckchen. Ernsthaft, du bist schlimm. Wirklich. Er sieht so niedlich aus, aber er ist so hinterhältig und, naja, nicht sozialisiert, dass man echt aufpassen muss, was er mit ihm tut. Und ihr hört, das ist jetzt hier wirklich meine wahre Wohnsituation einfach. Hier kann ich hier randalieren, aber er stört sich daran nicht, also er hat keine Angst. Er hat eigentlich vor gar nichts Angst, weil er das eher zerschmettert wie Rambo. Böses Kaninchen. Böse. Aus. Sei nicht süß. Ihr müsst jetzt auch nochmal frisches Wasser kriegen, weil das ist ja eigentlich die Größe hier für kleine Hamsterchen, aber bei den Kaninchen ist die schnell alle. Ja, jetzt kannst du da essen, das ist doch... Ich habe jetzt für die Nischen hier frisch Wasser reingetan. Und hier haben wir den Adventskalender für die Ara. Unverkennbar steht da ihr Name drauf. Heute ist auch der erste Kalendertag, ja klar, aber ich mache es jetzt nicht in diesem Vlog auf, weil es braucht noch einige Stunden. Ist ja vorgedreht und jetzt ist jetzt hier alles noch für die Comic-Con in Vorbereitung. Und der Prinz schläft da in seinem Thronsessel. Hey, na, und da hustet jemand im Hintergrund. Doch, jetzt ist er wach geworden. Hi, Schatzi. Hi, mein Prinz. Hallo. Hi, na? Aber das mag er. Das hat er am liebsten, dieses unter den Achseln. Oh, und dann am Bauch kraulen mag keine Katze außer er. Er findet richtig. Jetzt ist die Ara da oben an. Die kommt wahrscheinlich jetzt gleich runtergetradelt. Die Ara hat nämlich Angst vor Treppen. Aber die kommt immer nur hier hoch und runter, wenn jemand dabei ist. Dann guckt man, wie der genießt. Und er ist so flauschig. Wow. Und der schöne Weihnachtsbaum. Und hier für morgen alles vorbereitet mit meinem Kostüm. Hier die Trollys, da sehen wir das einmal. Yeah. Und dieses Jahr habe ich, aber das sieht man hier so dunkel, einen Adventskalender von meiner besten Freundin bekommen. Ja, ich mache auch das erste Türchen davon in wenigen Stunden auf und ich habe meinen Eltern einen Adventskalender geschenkt. Der ist aber meiner und sie hatte leider keine Zeit, weil sie so sehr mit der Uni gerade beschäftigt ist und allem, hatte kein Geschenkpapier mehr. Aber weißt du, es ist mir echt egal, du bist eh die Beste. Also es geht jetzt straight out zu meiner besten Freundin auf der ganzen weiten Welt. Auf jeden Fall ist diese Person, ich will mich jetzt hier nicht deinen Namen sagen, aber meine beste Freundin, die ist einfach für mich unter anderem eine der wichtigsten Menschen überhaupt. Vielleicht siehst du das ja vielleicht auch nicht, aber wir sind befreundet seit 18 Jahren oder seit 19. Und das ist schon echt verdammt lang, ja. Also... Fühl dich hier gedrückt, natürlich die Zuschauer auch, aber du bist echt die Beste. Er hat gegeben, so richtig, oh, es ist so, warum schläfst du nicht, warum machst du noch Videos für YouTube, warum machst du überhaupt alles? Ja, aber wirklich, danke für alles und auch für diesen Kalender, ja. Ich kann den Zuschauern ja mal zeigen, im Laufe der Zeit, was ich da so drin habe und dann werden die sie wahrscheinlich beömmeln. Da ich das Video jetzt noch schneiden muss und wir gleich schon 12 Uhr nachts haben, also Mitternacht, und ich wahrscheinlich noch eine halbe bis eine Stunde zum Schnitt brauche, möchte ich mich hier verabschieden. Das ist jetzt der erste Adventskalendertag für euch. Ich bin heute, wie gesagt, auf der Comic-Con. Ich bin mal gespannt, wie es dann war. Morgen gibt es eine erste Adventsverlosung. Meine treuen Zuschauer kennen das ja jedes Jahr. Und der Pero, der schnurrt gerade so. Guck mal. Ich liebe das einfach so, wenn der genießt, weil das so schön. Also es sieht erstens süß aus, schön aus und zeigt einfach, wie sehr der mir vertraut, wenn er das macht. Und mit diesen Worten, einen schönen Tag, Abend oder was weiß ich noch von euch. Lasst dem Video einen Like da. Bewertet. Und schaut auch einfach an, wie süß dieser Kater ist. Also dann Leute, tschüss und alles Gute da. Tschüss.